So, Part Nummer 16, kleine Marathon-Session für mich heute. Ich fahre nämlich in Kürze auf Urlaub und versuche deswegen so viel wie möglich voraufzunehmen. Also dürft ihr nicht böse sein, wenn ich nicht gleich auf eure Kommentare eingehen kann. Das mache ich dann natürlich, sobald es irgendwie geht. Und was gibt's noch Wichtiges? Ich habe es in den letzten Part schon angekündigt, also für diejenigen von euch, die Fragen dazu haben oder das Ganze verpasst haben, sage ich halt einfach mal so. Ich versuche jetzt, dadurch, dass FIFA mit dem Flo schon voraufgenommen ist, die ganze Saison von Chelsea, werde ich jetzt ab sofort jeden Tag ein Video posten, das heißt abwechselnd FM und FIFA. Es kamen immer wieder Kommentare oder Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ich soll bitte mehr posten, weil 3 Tage auf einen neuen Part zu warten zu lang ist. Das freut mich natürlich und da ich natürlich auch will, dass am Kanal wirklich was weitergeht und wir so viele neue Projekte geplant haben, habe ich mal gedacht, ich nehme auf jeden Fall jetzt mal vor auf, damit ihr dann auch keine Unterbrechungen habt. Gut, genug Gequatsche, ich nerv euch nicht länger. Wir spielen gegen Goethe auswärts. Die sind Zweiter, wir sind Dritter. 4 Punkte sind zwischen uns, das heißt, überholen werden wir sie eh nicht können. Aber wir können zumindest schauen, dass wir den Rückstand verkleinern. Währenddessen schaue ich mal kurz, wie es mit meinem Gold läuft. Sehr, sehr schlecht. Hier läuft es auch schlecht. Ausgezeichnet. Wenigstens sportlich läuft es gut, wenn es schon finanziell nicht gut aussieht. Aber ich spekuliere hier ja mit dem Privatgeld und nicht mit dem Vereinsgeld und dementsprechend ist das schon okay. Vor Ewigkeiten gab es mal einen Vorschlag von euch, ich soll doch ein paar Wohnungen kaufen und vermieten. Das kann ich mir dann auch noch überlegen, aber dazu brauchen wir wohl ein bisschen Kapital. Und ja, wir sollten eben schauen, dass der Verein so viel Geld wie möglich zusammenbekommt, damit wir hier so schnell wie möglich erfolgreich sind. Gut, vom Restprogramm her 5 Spiele noch, das heißt in den nächsten 2-3 Parts würde ich sagen, ist die Saison zu Ende. Restprogramm ist sehr, sehr lösbar. Also es ist da noch einiges drin. Wir können auf Patzer von ganz oben noch hoffen. Wichtig ist jetzt mal, dass wir den Tabellenzweiten schlagen. Dafür gebe ich jetzt in den Taktiken. So, Hüllegard ist wieder fit, das ist ganz wichtig. Patrick, wieder auf die Bank. Danke, dass du ausgeholfen hast. Hast du auch sehr brav gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Wichtigstes Spiel des Jahres und es gab einen lustigen Kommentar, ich glaube, der Steffen war es, der gesagt hat, ich soll mal 10 Euro Siegprämie geben. Ich habe dazu gepostet, dass ich hoffe, er redet nicht von meinem privaten Geld, dann wäre ich nämlich pleite. Aber die 10 Euro gebe ich jetzt mal so dazu und dann werden wir schauen, wie das Ganze klappt. 2 Tage brauchen wir noch, bis wir für die zweite wieder mal ein Spiel organisieren können. Gut, Zweiter gegen Dritter, los geht's. Ich sag mal, wir werden nicht verlieren. Ich bin wieder angespannt von der Stärke her. Seht ihr, hier sind wir ziemlich überlegen. Aber das hat natürlich nicht viel zu sagen. Ich habe schon so viele Spiele verloren gegen schwächere Vereine. Und auch so viele als Außenseiter gewonnen. Es gehört zum Fußball immer Glück dazu. Das ist in echt so, das ist in jedem Fußballspiel so. Ist halt. Das ist auch das Schöne am Sport. Ich kann da jetzt so viel quatschen, weil irgendwie nicht viel passiert. Erik Poll hat gelb gesehen und erste Chance jetzt. Erste gute Chance von den Gegnern, aber Christian Liebmann ist da. Kasper Hilgard mit einer schwachen Leistung heute. Aber das glaube ich nur wegen dieser einen schlechten Aktion, die er hatte. Also ich lasse ihn noch drin. Patrick lauert auf jeden Fall auf der Bank auf seine Chance. Was auch gut so ist. So, Steffen Birkner aber zunichte gemacht wegen schlechtem Abspiel. Flo Heising heute auch ganz schwach. Aber der Gegner ist auch stark, da ist es schwierig zu glänzen. Da kann es natürlich passieren, dass man keinen guten Tag erwischt. So, ich bringe jetzt den Patrick für den Flo. Marcel Nogrin auf Flo Heising. Michi Sperk. 70. 1:0. Grandiose Aktion. Da können wir schon wieder Zeitspiel anfangen. Und in dem Moment habe ich halt leider schon den Flo ausgewechselt. War nämlich eine starke Aktion von ihm. Michi mit seinem 17. Saisontor. Was sagst du eigentlich zu deiner Leistung, Michi? Würde mich interessieren. Bist du zufrieden so? Ich glaube schon, gell? Also, könnte mir nicht vorstellen, warum du unzufrieden sein solltest. Jetzt bringen wir mal Andi Latte auf links, statt Erik Poller. Kasper Hilgard ist wieder verletzt. Das ist unglücklich. Patrick Vollrath wieder rein. Ist eh gut in Form zur Zeit, der Patrick.
Aber mit dem Verletzungspech, das ist echt nicht einfach. So, Konzentration nochmal. Rasmus Lind ist verletzt. 89. Lukas Binder mit der Chance. Ja, schade. Nico Gilles. So. Wenn sich's bei mir mit der Zeit nicht ausgehen soll, dann werde ich so einstellen, dass zwischen den Videos immer ein Tag Pause ist. Dann kommen die Videos deswegen trotzdem öfter. Ich muss dann schauen, wie ich mit dem Aufnehmen nachkomme. Wir haben ja noch einen anderen Kanal. Für diejenigen, die es nicht kennen, unbedingt vorbeischauen. Kasper Hilgard, 5 Wochen verletzt. Für den ist die Saison gelaufen, so wie es aussieht. Das heißt, Patrick, für dich heißt es Gas geben, die nächsten Spiele. So, im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform, sage ich dir mal. Alex Wright, ich glaube, den werden wir im Sommer abgeben. Der wird auch jede Menge Gehalt frei machen. 35.000 und er ist schon ein sehr, sehr schwieriger Spieler, habe ich so das Gefühl. Deswegen werden wir dann mal schauen, ob wir den losbekommen. Ja, die zur direkten Konkurrenz. Das unterschreibe ich sicher nicht. Nikolai Paulsen ist verletzt. Gott sei Dank kein wichtiger Spieler. Muskelbündelriss. Es dauert auch länger, glaube ich. Und neuer Fanartikel bereit zur Markteinführung. Also da tut sich auch einiges. Der ganze Verein ist so richtig am Wachsen. Das merkt man. Schauen wir mal ins Merchandising rein. Hier gibt es ein paar Sachen, die entwickelt werden können. Meisterschall braucht kein Mensch. Bettwäsche finde ich cool. So. Und ja, Umsatz, das bringt zu wenig. Und dann erforsche meine Bettwäsche, die 10.000 kostet. Naja, ob das sinnvoll ist, ist die andere Frage. Wie schaut es mit unserem Gold aus? Nach wie vor ein Verlust, aber es wird weniger. Und hier ging es jetzt ganz, ganz schnell rauf und wir haben plötzlich 8% Gewinn. Wir haben hier unten irgendwo eingekauft. 8% Gewinn. Jetzt gehen wir auf. Was? Kaufen? Ich will verkaufen. Also ich muss zuerst angeben, wie viel. Ah, ich kann natürlich nur so viele verkaufen, wie ich im Bestand habe, logisch. So, Verkauf. Jetzt sind wir bei 90.000 und die haben wir noch einen Wert von 187.000, also das ist schon mal ordentlich. Schauen wir mal, wo da wieder Fonds im Keller sind, momentan nicht so richtig. Also warten wir mal ab. Ich finde das echt lustig, muss ich sagen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also wenn es euch stört, bitte einfach dazu posten. Steffen Bürkner, du willst die Rückennummer 7. Willst du sie wirklich? Frage ich dich jetzt mal. Ich gebe sie dir auf jeden Fall, damit der Spieler im Spiel zumindest glücklich ist. Ich hoffe, die hat noch niemand von euch. Flo Heising. Wolltest du die, Flo? Ich hoffe nicht. Wenn doch, dann schreib mir bitte. Wo ist denn der Steffen jetzt? Und schon haben wir das Versprechen gehalten. Siebter gegen Dritter, das wird jetzt auch wieder ein, muss ein Pflichtspiel sein. Oh. Ich hoffe, ihr habt das gerade gelesen. Was ist denn jetzt los? Flo Heising und Dennis Ay fallen beide bis Ende der Saison aus. Wadenbeinbruch 17 Wochen und gebrochener Fuß 12 Wochen. Das ist jetzt irrsinnig bitter fürs Finale. Wäre jetzt natürlich normalerweise ein Thema, um Spieler zu tauschen. Ich werde das in dem Fall jetzt aber sicher nicht machen. Aus dem einfachen Grund, weil dann eh nur mehr 4 Spiele sind. Nach diesen 4 Spielen ist so und so lange Pause und dann werden die eh wieder fit. Patrick, du rückst rein. Rechtsverteidigung, das wird schon schwieriger, weil da ist der Mario auch verletzt. An die Latte könnt's mit 30 immerhin. Mario müsste nach dem Spiel wieder da sein. Okay, an die Latte, das eine Spiel macht er. Und dann schauen wir, ob wir jemanden vielleicht aus der Jugend holen. Dem sollten wir mal einen Vertrag geben für die nächste Saison. Zweite Mannschaft. 6.000 sollte reichen. Und Martin Nielsen würde mir auch ganz gut gefallen.
Nächste Saison, zweite Mannschaft für auch 6.000. Das wird jetzt unser Jungprofi-Vertrag quasi. Der Deutsche, der Junge, Dominik Härtner, der sticht auch ziemlich raus. Und da haben wir Tim Putzing auch noch. Den habe ich auch ganz vergessen. Der hat schon einen Vertrag fürs nächste Jahr unterschrieben. Den könnten wir jetzt in den Kader berufen. Du wolltest einen Jugendspieler, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt bist halt auch mal in der ersten Mannschaft. Und dann werden wir vielleicht noch einen Verteidiger brauchen. Da haben wir, glaube ich, wen in der zweiten Mannschaft. Oder auch nicht. Ja, kann der auch irgendwas anders? Der kann nur IV. Der kann LV, RV, IV. Aber das stark ist es, ist er halt nicht gerade. Aber den Rest der Saison müssen wir irgendwie so durchboxen. Ist nicht gerade einfach. Mario kommt jetzt dann eh im nächsten Part wieder zurück. So, und dann werden wir jetzt mal zum Ende dann noch eine Saisonabschlussfeier machen, Spielerauszeichnungen. Und wir machen noch eine Spielerfeier und starten dann hier in den Urlaub. Also bis zum 31. Mai heißt es noch Gastgeben für euch und dann seid ihr im Urlaub. Nächstes Spiel gegen, ja, kann ich nicht aussprechen, auf jeden Fall. Siebter in der Tabelle, wir sind Dritter, das heißt, da muss wieder ein Sieg her. Ganz klar. Steffen Bürgner auf Patrick Lehofer, aber der scheitert an Thomas Sørensen. Ist nicht der Thomas Sørensen ist, der in der Premier League spielt, hoffe ich mal. Aber das habe ich, glaube ich, sogar schon mal nachgeschaut. Jack Knudsen. Das heißt, aufpassen. Da ist das 1-0 passiert. Das ist ärgerlich. Die Defensive ist jetzt natürlich angeschlagen. Man merkt, wenn zwei Stammspieler fehlen. Die Abstimmung ist nicht so ganz da. Das ist ganz normal. Lukas Binder jetzt mit der Chance. Michi Spörk. 1-1. Die Antwort. Gleich drauf. So. Die Noten sind sehr, sehr schwach. Lukas Binder und Michi Spörk haben wegen dem Tor hier was bekommen. Aber sonst eher schlecht. Ich bin mit einem 1-1 auch nicht unzufrieden, aber wir probieren natürlich weiter. Mir fehlen auch so richtig die Alternativen auf der Bank, das ist so ein Problem. Marcel, aber Kenny Andersen, passt auf. 77. wieder Marcel mit der Ecke dieses Mal, Michi Spörk und wieder Kenny Andersen, der sich durchsetzt. Ich weiß nicht, ob ich riskieren soll. Ja, ich riskiere. Tim, du bekommst dein Pflichtspieldebüt als hängende Spitze. Schauen wir mal, ob da noch was geht. Alex Wright kommt noch für Steffen Birkner rein. Ah, da tut sich nichts mehr. 1-1. Ja, Sieg hätte her müssen. Ist natürlich alles andere als gut. Hier seht ihr, nach oben hin haben wir jetzt auf jeden Fall verloren. Torschau ist quasi fix Meister. Ich glaube nicht, dass sich da noch was tut. Jetzt müssen wir. Ja, verlieren sie 10 Ligaspiele in Folge nicht. Das haben wir geschafft. Medienbesuch nein. Wagner und Griezmann sind noch angeschlagen. Okay, sie sind zumindest wieder dabei. Also nach. Drei Spiele haben wir noch. Nach oben und nach unten ist nicht viel möglich. Wir könnten Zweiter oder Vierter noch werden. Zweiter wäre man natürlich lieber, ganz klar. Schauen wir mal. So, jetzt sind die Leihentscheidungen. Michi Borg hat 11 Mal gespielt, kommt dann zurück zu uns.
Sonst hat sich nicht viel getan. Fußballer des Monats ist Rasmus Bansgaard. Der ist schon 32 und untalentiert. So, die zwei Jugendspieler Martin Nielsen und Tennis Carbon akzeptieren Vertragsangebot. Das wären dann zwei Spieler, die interessant wären für die erste Mannschaft, beziehungsweise auch für euch, wenn ihr noch keinen Spieler habt. Und hier die Prognose würde sagen, dass wir Zweiter werden, knapp mit einem Punkt Vorsprung. Wenn uns das gelingen würde, wäre ich natürlich sehr glücklich. Aber gegen Klaksvík wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel und Bo Nielsen ist verletzt, fällt auch für den Rest der Saison aus. Also, ja, nehmen wir Kjærgaard mit, die letzten 3 Wochen. Zweiten Mannschaft geben wir trotzdem wieder ein Freundschaftsspiel. Wie immer. Ja, bitter, bitter. Hilft nichts. Christian Wagner und Mario Griezmann, da riskiere ich jetzt nicht, dass ich die beiden einsetze. Und wie ich schon gesagt habe, mit dem Gold, jetzt sind wir bei 1% Verlust, also wir sind schon wesentlich weiter oben. Schauen wir, dass wir da jetzt noch ein bisschen Geld machen und dann werden wir verkaufen. So, los geht's. Beziehungsweise los geht's. Ich habe voll übersehen, dass wir mit dem Part schon fertig sind. Das heißt, das Duell gegen Klaksvík gibt es dann im nächsten Part. Bis dann, liebe Leute, und ciao.